Hi Leute, das Sano hier. Ich möchte mit euch mal ganz kurz über das Thema Seasons 2.0 und saisonale Charaktere sprechen. Das Ganze ist, glaube ich, wie noch nie in der Division-Geschichte so ein heiß umstrittenes Thema. Es nimmt ungeahnte Ausmaße an. Also es ist echt der Hammer. Und ich muss euch tatsächlich sagen, dass ich wirklich gespannt bin, wie Massive diesbezüglich A reagiert und B eventuell sogar versucht, ja, das irgendwie anständig hinzubekommen, dass alle Spielertypen zufriedengestellt werden. Es ist schon eine krasse Sache. Ich muss euch vorweg sagen, dass ich bin pro Season-Charakter. Ne? Ich bin definitiv dafür. Nächstes Jahr habe ich 10 Jahre Division. Ich bin in Division 2 seit der Beta auch dabei. Ich gehe jetzt auch in mein sechstes Jahr. Ich habe in dem Game alles erreicht, was ich haben will. Ich habe alles gebaut. Habe immer noch meinen Spaß dabei. Die Levelphase extrem nice und das Basteln hin und her und so. Und ich persönlich, ich mir dürstet es nach Neuem. Ne? Nicht nur neuem Content, wie jedem von euch, sondern auch eine. Ich bin ein Survival-Fan. Die Charakterentwicklung, dieses von Null auf starten und sich selbst was aufbauen, das finde ich persönlich nice. Ich kann aber, und das sage ich jetzt hier wirklich, ich kann jeden verstehen, der da sagt, habe ich gar keinen Bock drauf, ich habe weder die Zeit noch die Lust mit meinem Charakter, den ich mir jahrelang aufgebaut habe und das ganze Gear so extrem gefarmt habe und so, dass ich das alles über den Haufen werfe für neue saisonale Charaktere. Kann ich, wie gesagt, auch verstehen. Man muss halt wirklich nur sehen. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Wie willst du es hinbekommen, nach so vielen Jahren den Leuten noch was Neues zu bieten und den Loot-Aspekt in dem Looter-Shooter. Division 2 ist ein Looter-Shooter, aber dem fehlt besonders den Leuten, die länger dabei sind. Ja, die alten Hasen unter uns, denen fehlt es. Beziehungsweise der Looter-Aspekt im Looter-Shooter-Genre in Bezug auf Division 2, der fehlt. Wann habt ihr das letzte Mal wirklich, wirklich exzessiv gefarmt? Habt ihr euch über Items gefreut, die gedroppt sind? Wo ihr richtig dem Loot hinterher seid? Ich kann euch sagen, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Weil ich mache jeden Season Pass, jede Season mache ich das Gleiche. Du kriegst in dem Season Pass, kriegst du das neue Zeug hinterhergeworfen. Meist sogar auf Max-Level, Max-Attributen stellenweise. Und dann war's das für mich. Dann fängst du an zu basteln hin und her. Und dann ist quasi, bis auf das immer wieder rein und das geile Gameplay genießen, ne, steht außer Frage, bist du eigentlich durch. Und meist hast du dann sogar eh keinen Platz mehr im Inventar, was ja noch so eine Sache ist. Und das ist halt, abgesehen von den Wiedereinsteigern, die eine ganz lange Pause gemacht haben, oder von den Neueinsteigern, wo wir ganz, ganz viele Leute haben, die das erste Mal in Division mit dabei sind, im Franchise mit dabei sind. Die haben das komplette Paket noch, die freuen sich über alles. Die haben das, was uns so damals gecatcht hat und was uns aber jetzt wirklich fehlt, was das angeht. Ich weiß, dass auch einige von euch Descent lieben, den Abstiegsmodus. Ne? Der ist ähnlich aufgebaut. Wobei, er ist speziell genug, aber er ist halt ähnlich aufgebaut, dass du mit nichts startest und dann ganz verrückte Builds und Sachen basteln kannst, um damit dann im Spiel weiterzukommen. So, also in diesem Modus, was vom Prinzip her total geil ist und ähnlich dem ist, was die saisonalen Charaktere bieten sollen. So, aber wie gesagt, auch da gibt es zwei Lager, die das überhaupt nicht wollen und das ist absolut okay so. Deswegen ist es so eine Sache, wo man sich fragen muss, wie wollen die das Ganze balancen? Ne? Also wenn, man muss, ich hole mal ein bisschen aus, die haben jetzt Level 30, haben sie uns genommen, quasi. Ne? Also du hast ja vorher ohne Warlords of New York, konntest bis Level 30 leveln, hast dann die Weltränge gehabt, bis 5, und dann warst du im Endgame des Level 30 Charakters angekommen. Du konntest Raid machen, konntest in eine eigene 30er Dark Zone, ne? Dafür waren Server bereitgestellt. Aber für das richtige Endgame brauchtest du Warlords of New York, um dann Level 40 zu werden und ins komplette Endgame zu kommen. Dadurch, dass sie es jetzt so geändert haben in dem One Endgame, dass du direkt bis Level 40 levelst,
haben die jede Menge Ressourcen frei und Kapazitäten frei, weil der ganze 30er-Kram, der ist weg. Den brauchen sie nicht mehr. So, und die könnten, und so, wie gesagt, meine Theorie und was ich persönlich halt nice fände, wenn sie, so könnten sie das auch ein bisschen besser handhaben für Leute, die da Bock drauf haben und Leute, die da nicht drauf Bock haben, ähnlich einem Hardcore-Charakter. Dass, wenn der saisonale Charakter erstellt wird, dass er in seiner eigenen Bubble drin ist, ne, also quasi wirklich wie ein HC, nur mit anderen Chars, mit anderen Charakteren interagieren kann, die selbst auch einen saisonalen Charakter haben. Und die können dann den saisonalen Content spielen. Du musst natürlich den saisonalen Charakteren auch einen Anreiz bieten, ne? Warum soll ich das machen, wenn es keine Vorteile hat? So. Natürlich wird dann irgendwo, wenn die Leute, die da keinen Bock drauf haben, dann irgendwie trotzdem die Season spielen können, aber nicht alles mitnehmen können, weil einiges an den saisonalen Charakter gebunden ist. Was auch scheiße ist, ich meine, ich kann es verstehen, wenn man dann sagt, boah, das nervt mich, würde ich gerne machen, man wird quasi gezwungen, das zu machen. Wie gesagt, irgendwo musst du musst irgendwo neue Anreize schaffen. Es ist schwierig. Ich finde es echt tricky, das ist echt eine krasse Sache. Wie gesagt, aber du hättest dann diesen saisonalen Charakter, der nur mit anderen saisonalen Charakteren interagieren kann und quasi dann season-spezifisch den ganzen Kram macht und neuartig Builds baut. Man soll ja auch schneller leveln können, haben sie ja schon gesagt. Wobei, wenn wir mal überlegen, wie schnell wir 40 SHD-Stufen geballert haben, ne, jetzt im Spiel selbst, wenn du einfach nur Open World ein bisschen läufst und hin und her, da hast du ja so rucki-zucki 40 SHD-Level. So schnell hast du deinen Charakter gelevelt, auf normale Art und Weise. Und das soll nochmal beschleunigt werden. Bin mal gespannt. Welche großen Vorteile das Ganze natürlich auch noch hätte, wäre die Sache mit dem Inventar, die sich dann erledigt hätte. Also in Anführungszeichen, das würde ich meinen. Wenn man sich drauf einlässt auf den saisonalen Kram und immer wieder dieses neue Erlebnis haben möchte, dann hat man eine komplette Inventarkiste frei. Den Kram, den man ja dort lootet, bekommt man ja auf seine Hauptcharaktere nach der Season. Ne? Das geht nicht verloren. Aber man hat während den Seasons überhaupt kein Problem mit dem Inventar. Man könnte die Balance eigens in der Season selbst auch im PvP, könnte das PvP ankurbeln. Und ja, je nachdem, was für ein Content da kommt, könnte das auch dem in die Karten spielen. Wie gesagt, ich persönlich sehe da Vorteile. Es ist halt scheiße für Leute, die da keinen Bock drauf haben. Und wie gesagt, das kann ich auch verstehen. Deswegen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen kann zu dem Thema. Ich habe einiges an Feedback von euch mitbekommen. Bekomme so einiges mit, was in der Welt abgeht in Bezug auf Division. Wie die Leute da abgehen. Es ist echt krass. Und schreibt mir in die Kommentare, was aber wirklich normal überlegt. Die Vor- und Nachteile, die es für euch selbst hat und was es euch eventuell bieten könnte in Bezug auf DLC und irgendwann halt Division 3. Ne? Deswegen, ich habe schon von vielen gehört, die dann sagen, boah, ich mache komplett Pause, ich höre auf und warte auf Division 3 und so, was man auch verstehen kann. Aber ich bin wirklich gespannt, was ihr sagt. Man muss aber auch sagen, dass Massive bereits sich in dem Prozess befindet, das Ganze ein bisschen mehr zu erläutern. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich einen Blogpost machen oder eventuell sogar einen Special Report, weil ich finde, normalerweise war es absolut scheiße von denen, das während dem Ubisoft Forward Event so rauszuhauen, ohne es großartig zu erklären. Ich meine, die Leute wissen grob, was ein saisonaler Charakter ist, aber in Bezug auf Division 2, da fehlt da einfach die Erklärung. Ich weiß nicht, wer da die Entscheidungsgewalt hat. Das kannst du normal so nicht bringen. Weil jetzt hast du den Shitstorm. Die Leute wissen nicht, was abgeht. Die wissen nicht, wo sie stehen. Was ja vollkommen verständlich ist. Und wie gesagt, sobald die das raushauen, werden wir darüber nochmal schwätzen. Und dann mal gucken. Eventuell gibt es ja doch einige, die wo sagen, ah, ich bin eigentlich gar kein Fan davon, aber ich probiere es mal aus. Oder ihr wisst, was ich meine. Es ist ein ganz kurioses, schwieriges Thema. So viel dazu, genug gelabert. Wie gesagt, schreibt es mir rein und wir hören uns im nächsten Video, Leute. Vielen lieben Dank und bye.